Wieso nur? Warum? Moin moin Freunde, was geht? Ja, es ist passiert. Die nächste YouTuberin hat ihren Song rausgebracht und das ist nämlich Katja Krasavice. Oder besser bekannt als Katrin Vogel oder Vogellover. Wie ich das rausgefunden habe bei Wikipedia, so heißt sie. Und die hat nämlich in den Song rausgebracht, Doggy. Katja Krasavice-Doggy ist ihr neuer Song. Also so gesehen jetzt nach Bibis Beauty Palace, Bab da Bab und nach Kelly Mrs. Vlog. Ich glaube, Clickbait hieß der Film, wollte ich gerade schon sagen. Der Titel von ihrem Song kommt jetzt Katja Krasavice. Und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht so lange. Ich werde jetzt mal hier ein paar Sekunden einblenden. Dann geht's hier los, ob der gut ist. Und ich werde das dann so ein bisschen analysieren. Und dann guckt ihr mir jetzt mal zu, wie ich darauf reagiere. Also, die Kopfhörer sind aufgesetzt und los geht's. Okay, da sitzen jetzt hier ein paar Mädels. Oh, sie hat eine gute Idee. Also soll auf jeden Fall jetzt einen Pizzaboten verführen und machen ein Kartenspiel, aber ja. Also man sieht hier auf jeden Fall ein paar Luxusmädels, die jetzt hier Karten spielen. Ja, ansonsten von der Qualität kann man sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oha. Okay, der Pizzalieferant ist ein bisschen dicker. Okay, der Beat ist gar nicht schlecht, muss man ja mal sagen, ne? Ja. Natürlich sehr, sehr lasziv, wie man Katja Krasavice kennt. Das ist aber ganz gut. So geil. Also, so geht's dann ab hier, ne? So geht's ab. Er sagt so, gib's für Doggy, gib's für Doggy. Na ja, da ist der Pizzabote. Alter. Ja, und natürlich dann so sehr hier lasziv, ne? Ja, ich finde das auch alle heiß. Alter, das wird nicht normal. Ich skippe mal jetzt mal vor zum bisschen Schluss. Ich war ja schon bei 2 Minuten 46, habe es angeguckt. Und machen mal die letzte Spalte, zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ist ja geil, das Video. So, on my play. Und ja, jetzt sieht man halt nochmal die Pizzaboten, der jetzt ein Stück Pizza isst. Hier auf jeden Fall, und das ist so typisch Klischee, der sich natürlich dann freut halt. Und am Schluss steht dann natürlich abonnieren. Also, so, das war das Lied gewesen. Das Lied läuft ungefähr, also der Song Doggy läuft 23 Minuten 26. Ich muss sagen, von der Qualität ist es auf jeden Fall hochwertig, muss man ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, ist natürlich sehr viel Wiederholung, also sie hängt im Bett und so weiter und klar, am Feiern alle. Ist es jetzt gar nicht so, wo man sagen würde, es ist mega, mega freizügig von ihr. Klar, macht sie mal hier so, wie man sie Katja kennt und wackelt mit ihrem Po und dies und das oder mit ihrem Arsch, wie man kann man ja so sagen hier. Und Doggy ist ja klar, was Doggy ist, ne? Ich meine, und von den Sprüchen, von den Songtexten kann man da schon ein bisschen drüber lachen. Es ist auf jeden Fall besser als Wappab, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man echt mal loben, also hätte ich nicht gedacht von ihr. Also nein, ich wurde nicht gekauft, aber man muss es mal loben. Ne? Ich meine, vom Singen ist es sogar auch besser. Ich denke mal, da ist auch sehr viel Autotune drin und so weiter. Vom Refrain ist es halt so ein Ohrwurm-Song, den man, also ich würde es mir jetzt nicht nochmal angucken oder anhören. Vielleicht kommt das ja von der Jugend oder so, von der Leistigkeit her nochmal, dass es dann nochmal irgendwo abgespielt wird. Ich denke mal, es wird hier sehr viel Parodien geben. Es wird hier sehr viel wahrscheinlich diskutiert über diesen Song. Aber ich würde sagen, der ist auf jeden Fall besser als Wappab. Die kann man sich ja sogar mal nochmal anhören. Und sagt, ne, so wie ich das gesagt habe, wieso, wieso. Aber klar, es ist wieso, wieso muss jeder YouTuber einen Song machen. Ich könnte jetzt hier auch einen machen und einen hinsmashen. Will nur keiner hören, will ich selber nicht hören. Und ich könnte ja eine Metal-Parodie machen. Doggy! Nein, aber so. Naja, mal gucken, was ihr dazu denen sagt. Der Song ist, wie gesagt, jetzt nicht mega schlecht. Kann man sich anhören. Man hat noch was zu gucken. So super hässlich ist jetzt auch nicht. Ist halt so echt, wo ich sage, es ist halt Content. Sex sells, ne? Ich meine, das ist wirklich so. Ich würde... Ja, mehr kann ich da gar nichts zu sagen. Ab in die Kommentare, was ihr zu den Song sagt. Das würde mich auf jeden Fall mal freuen. Und lasst natürlich ein Abo da, ne? Ich meine, vielleicht sieht man sich dann ja nochmal wieder, wenn was kommt hier und so weiter. Und ja, die nächsten Tage wird ein Unboxing geben. Guck mal Thomas vorbei, der hat auch eine Analyse gemacht. Mal gucken, guckt mal gleich die mal an, was er dazu gesagt hat. Und auf jeden Fall würde ich sagen, ja, was gibt noch zu sagen? Lasst ein Like da, ein Dislike, wenn euch das nicht gefallen hat. Und es wird auf jeden Fall andere Videos hier noch kommen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und BÄÄÄM!